Einen groß angelegten Feuerwehreinsatz einschließlich Vollsperrung der Reutlinger Straße löste am Donnerstagabend ein Brand in Neckartalfingen aus. Gegen 21.30 Uhr wurde in der Gartenstraße ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer in dem Kellerraum schnell unter Kontrolle und konnte so größeren Schaden verhindern. Andreas Thum, Einsatzleiter der Feuerwehr Neckartalfingen, schilderte uns den Einsatz. Wir wurden heute alarmiert zum Brand 4 in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Neckartalfingen. Bei unserem Eintreffen stellte sich heraus, dass im Untergeschoss es zu einem Brand gekommen ist. Über eine alternative Zugangstür auf der Rückseite konnten wir uns dann den Zugang verschaffen und recht schnell den Brand löschen. Menschenleben waren zu keiner Zeit in Gefahr. Eingesetzt war die Feuerwehr Neckartalfingen, die Feuerwehr Neckartenzlingen, die Feuerwehr Nürtingen, die Feuerwehr Bempflingen sowie der Rettungsdienst, DRK und Malteser und natürlich die Polizei. Die Anwohner wurden durch das DRK und durch die Ersthelfer der Feuerwehr betreut, sind aber alle unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät Ursache des Brandes gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 5.000 Euro.